Die Vision, die besteht weiterhin, dass das Gebäude dazu dienen soll, zeitlich begrenzt Teams zu bilden, die ein zentrales Forschungsthema gemeinsam anpacken. Und wenn die was mit Simulation und Modellierung und Optimierung zu tun haben, dann sollen die sich hier zusammenfügen können. Numerische Mathematik ist ein Teilgebiet der Mathematik, das sich damit beschäftigt, Algorithmen zu entwickeln, um technische Prozesse oder naturwissenschaftliche Prozesse zu beschreiben, zu simulieren, auch zu optimieren und oder zu regeln. Wir befinden uns ja hier in dem Rohbau des IMOS-Gebäudes, des Interdisziplinären Zentrums für Modellierung und Simulation, was ein klares Ziel hat, interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bereichen zu stärken. Die Mathematik spielt da in gewisser Weise eine zentrale Rolle. Einerseits ist die Mathematik die Sprache, über die sich fast alle Naturwissenschaftler verständigen. Andererseits ist die Mathematik gerade hier an der TU mit ihrer starken Anwendungsorientierung ein sehr guter Mittler zwischen verschiedenen Bereichen. Das IMOS-Gebäude war eigentlich in seiner inneren Konzeption von Anfang an auf einem Level, was den Nutzern, den späteren Nutzern auch passte. Es ist diese ringförmige Gruppierung um einen Innenhof. Es gibt unten eine Zone, in der ein Konferenzraum ist, ein Seminarraum ist und ein großes Foyer, was auch für Events und öffentliche Begegnungen, Einladungen, Vorstellungen genutzt werden kann. Auf der anderen Seite gibt es das Rechenzentrum, was auch erdgeschossig und untergeschossig ist. Und über diesen Sockelebenen sind eben diese neuen Arbeitsgruppen, die nach einem bestimmten Konzept sich in den Etagen wiederholen. Die sind alle konzentriert um eine Kommunikationszone. Als Mathematiker redet man gerne vor der Tafel, wo man die Sachen diskutieren kann. Und es hat sich eben herausgestellt, dass solche Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen eine zentrale Vorbedingung ist, um solche interdisziplinäre Forschung zu machen. Der 3D-Druck und die 3D-Herstellung wird eine der Zukunftstechnologien sein. Und wenn man das sinnvoll miteinander verbinden will, gerade im Zusammenhang mit dem digitalen Zwilling, dann braucht man eine direkte Zusammenarbeit zwischen den Leuten, die sozusagen den technischen Prozess des Druckens machen und gleichzeitig, was ich mit diesem gedruckten Element dann hinterher machen will. Und deswegen ist das 3D-Labor eine zentrale Komponente, genauso wie der Rechner-Pool und der Anschluss verschiedener technischer Bereiche mit Smart Rooms. Dann ist es so, dass ein technischer Prozess von der Art und Weise, wie er entwickelt wird, bis wie er in die Gesellschaft getragen wird, eigentlich ganzheitlich betrachtet werden muss. Da sind aber unheimlich viele verschiedene Menschen dran beteiligt. Das heißt, wir brauchen einerseits die Wissenschaftler, die sehr detailliert an den Entwicklungen arbeiten, und andererseits müssen wir dieses über Kommunikation, über Wissenschaftskommunikation in die Öffentlichkeit tragen. Wie wohnen wir in der Zukunft? Wie wohnen wir in einer Stadt? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Tegel vorstelle, da bauen wir eine neue Stadt innerhalb von Berlin. Da müssen wir einerseits die Verkehrsinfrastruktur herstellen. Wir wollen das klimaneutral machen. Wir wollen aber auch, dass die Menschen da sich wohlfühlen. Und diesen Kompromiss zwischen den sozialen und den technischen Komponenten herzustellen, ist ein extrem schwieriger Prozess. Und da ist eine Modellierung und eine Optimierung und Simulation im Vorfeld ungeheuer wichtig. Eine Zeitkapsel ist auch ein Stück Bautradition. Es geht darum, Zeit
Dokumente aus der Errichter- und Planungszeit eben für die Nachwelt zu konservieren. Die Zeitkapsel für das IMOS-Gebäude wird verschiedene Dinge beinhalten. Es gibt einmal eine Sonderbeilage der Zeitschrift TU Intern, die auch einen Bericht über die Bauvorhaben hat, die Bauvorhaben Mathematik und IMOS. Dann gibt es ein Konzept vom Herrn Professor Mehrmann verfasst, was die Idee des inhaltlichen des Forschungsgebäudes beschreibt. Es gibt ein kleines Werk, ein Muster, was das 3D-Labor entwickelt und gebaut hat. Das sind ineinander geschlossene Ringe, die aber jeder für sich lose sind. Aber die können sich dennoch nicht trennen. Es sind auch die Laborbetreiber dort verzeichnet. Man wird in der Nachwelt, wenn es denn mal gefunden würde, vielleicht rückschließen können, wie weit die 3D-Technik im Jahr 2020 gewesen ist. Die tatsächliche Basis des Hauses wurde im Juli 20 gegossen. Pandemiebedingt konnte das nicht besonders zelebriert und gefeiert werden. Und so wird es jetzt ein Jahr später nachgeholt. Und in einem der Brunnenlöcher, die zur Wasserhaltung der Baustelle noch offen waren, jetzt verschlossen und versenkt. Also die TU hat sehr viele Exzellenzcluster in der Chemie, in der Mathematik und sehr viele Sonderforschungsbereiche, die über solch eine Zusammenbringung von verschiedenen Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen funktionieren. Und wenn das Gebäude das leisten kann, diese zusammenzubringen, dann hat es sein Ziel erfüllt.